also 3 Minuten 45 ist er gelaufen. 3 Minuten 45. Und jetzt können wir dann den Spritverbrauch ausrechnen, ja. Ne? Für 3 Minuten 45. Ja, das machen wir jetzt. 3,45. Ja, gut. Ich will schauen, dass der. Weil die Finger die sind, das machen wir immer noch, ne? Oder dass der Kessel so weit kommt, ne? Ja, doch. Ist der Kessel jetzt. Also wir haben jetzt, wie viel insgesamt gehabt? Emulsionsanteil, Rapsöl, Viertel. Karl, ja, 4 Teile Wasser. Hugo, es will und ein Teil Rapsöl. Das heißt 25%. Wir haben 20% von dieser Litermenge, die wir jetzt haben. Habt ihr die jetzt schon ausgerechnet? Die habe ich ja vorhin, haben wir ja vorhin gemessen. Ja. 0,2, das ist jetzt die. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als einen halben Liter Rapsöl verbraucht. Ja. Also 0,55 Liter Rapsöl haben wir jetzt verbraucht. Ja, wir haben die Menge gemessen, die im Zylinder ist. Vorhin. Da ist ja immer noch was drin. Da ist ja, dann ist es sogar noch besser. Da ist sogar noch besser. Da müssen wir jetzt die Restmenge feststellen. Also ich meine, also die machen irgendwas, wo sie nicht was machen eigentlich. Die haben überhaupt nicht gemessen. Man erfindet heute nichts mehr Neues. Ja, die haben das im Container eingebaut. Die haben wie bei einem Auto, wenn es vom Kühler die Schlitze hier. Das haben die mal im Container. Wir haben es gut ausgemessen, weil zuvor haben wir es gemessen, dass wir es haben. Aber jetzt hat es dann nur von der Rutsche gesehen. Die Minuten muss da jetzt. Du hast Kisten drin, ja? Also pro Minute den Verbrauch kann ich jetzt berechnen. Jawohl. Das heißt also, wir teilen jetzt mal durch 3,75. Ja. 7,5, dann haben wir jetzt den Verbrauch pro Minute. Das sind 0,100 Milliliter, oder? Das sind 115 Milliliter. Ne, der passt doch. 115 Milliliter, passt doch. Jetzt rechnen wir das mal auf eine Stunde hoch mal 60. Jawohl. Ja, dann kommt das doch auf selbe. Wir haben sie immer eine Stunde, ja, mal 60. Ja, sind 6,93. Ja, geteilt durch 75. Sind unter 7 Liter pro Stunde. Ja, geteilt durch 75. Dann habe ich es pro KW. Ja. Genau. So. 0,09. Oha. Also genau, es war 0,092. Also in der Stunde. Ja. Und das ist ein rekordniedriger Verbrauch. Wir haben also einen Wert von 0,092 Liter Rapsöl pro Kilowattstunde.
Dann können Sie jetzt noch sagen, was das... jetzt 10% Fehlerabweichung. Was das dann kostet? 10% Fehlerabweichung bei den Größen? Ja. Dann rechnen wir jetzt mal realistisch mit 0,1. Ja. Dass wir vielleicht ein bisschen draufschlagen, dass wir sagen, maximale Fehlerrate ungefähr bei 0,1 Liter pro Kilowattstunde. Ja, ja. Das ist sehr defensiv. Das ist sehr, sehr niedrig. Das ist sehr, sehr niedrig. Hier brauchen wir ja umso mehr Wasser. Oha. Die vierfache Menge an Wasser. Ja, oder? Das ist richtig. Mhm. Aber das ist ein effektiv extrem niedriger Wasser. Das ist ja noch, wenn es säuerlich ist. Da müssen wir es umdrehen. Also, wir wissen, dass der mit Sicherheit, so wie wir es gemacht haben, fehlerbehaftet ist. Aber es ist ja ein Bereichswert. Ein Bereichswert, oder? Ja. Der ist halt so im Moment. Ja. Leute, wenn das 0,1 ist, dann müssen wir Abgastemperatur, weil mir die Temperatur einfach fällt, wenn ich mit Wasser fahre. Ist ja ganz normaler Vorgang. Und dann lande ich irgendwo bei 500, 480 Grad. Und dann läuft er auch durch. Und jetzt habe ich das Phänomen gehabt, dass der aus den 440 nicht auf die Schlappen gekommen ist. Ja. Und das ist eigentlich das, was man so aus der Theorie erkennt. Die Temperatur müsste runtergehen von 700 Grad. Ja, die geht nicht sukzessiv runter. Ja, aber hier ist es ja. Ja, genau um die 50 Grad, das ist immer so. Das war mal irgendwo bei 440. Also mit Warner. Und das geht um die 50 Grad, was ich ja damals immer bei meinen Versuchen schon rausgekommen habe. Die fallen einfach. Da kann ich tun, was ich mache. Und dann drum suche ich mir, ich brauche 550 Grad Temperatur. Weil mit 480, 500 Grad läuft der durch. Hat man ja gesehen, mit 440 ist er auch gelaufen. Bloß irgendwann trifft der Zeitpunkt, wo die 50 Grad fallen, und dann ist es vorbei. Ja, eben. Warum fällt diese Frage? Das darf man ja ruhig. Ja, aber warum fallen die? Das ist ganz klar. Weil das Wasser stinkt. Nein, ja. Ist das bloß nicht so. Aber pass auf. Wasserstoff, Sauerstoffatom, okay? Spaltet sich. Wasser brennt, das ist einmal einfach Fakt. Das ist ja so, aber gut. Aber ich habe jetzt, ich bilde da durch Wasserdampf in meinen Zylinder. Das ist ja klar, durch Wasser. Ja? Und der Wasserdampf und der Sauerstoff, das sind diese zwei Atome, wollen ja wieder zusammen, auch nach getaner Arbeit, wollen die wieder zusammen. Dadurch entsteht ein leichter Unterdruck in meinem Verbrennungsraum. Und die Energie, was ich da dazu brauche, die zieht er sich aus dem Kreislauf, aus dem Kühlkreislauf, über die Zylinderwände. Die zieht er sich. Und das sind exakt die 50 Grad, was ich immer so. Ich brauche 500, 550 Grad, weil dann macht man es nicht aus, dass der um 50 Grad fällt. Und die fällt ja immer. Da habe ich überhaupt kein. Das ist halt einfach vom Vorgang her nicht anders realisierbar. Also, meine Damen und Herren, nur ganz kurz, gleich, warte mal. Also ich erkläre hiermit jetzt den Versuch als beendet. Wir haben ein Ergebnis von der Zeugen ausgerechnet von 0,09. Also das heißt nochmal... Gehen wir mal von der Toleranz von 10% aus. Ja, dann sind wir bei 0,0 lassen. 0,1. Und wir haben damals 0,135 prospektiert. Also das ist damals auch der Typ 0,111 und der Typ 0,119. Und ich habe recht, also wir liegen weit unter dem Wert, den wir ursprünglich prospektiert haben. Also wir haben nie einen Kunden getäuscht. Dieses Ergebnis sollte jetzt nur als Richtwert gelten. Irgendwann wird, wenn wir das schaffen, einen Wiederaufnahmeprozess in Gang zu setzen, dass die auch professionell begutachtet. Und da wird der Verbrauch mit Sicherheit
dementsprechend irgendwo in dieser Spanne wieder liegen. Und dann müssten wir alle unser Recht kriegen und alle unser Geld wieder einfordern können. Und dafür will ich einfach auch die Solidarität mit Ihnen. Wenn Sie irgendwas haben, können Sie mich anschreiben. Meine E-Mail-Adresse dürfte auch übers Internet mittlerweile bekannt sein, kirstenhorst@gmail.de. Wenn Sie in Rechtsfragen Probleme haben bezüglich dieser GFE-Geschichte, können Sie sich auch gerne an Herrn Heidingsfelder wenden. Er ist also auch im Internet vertreten. Also wie gesagt, wir haben heute ein Top-Ergebnis. Ich beende hiermit jetzt diese Vorführung. Für Fragen stehen wir natürlich noch unbegrenzt zur Verfügung. Sie wollen auch noch was sagen? Ich wollte nur was sagen, dass jetzt auch noch bei dem kurzen Test die Abgastemperaturen auch noch nicht optimal waren. Ja. Das heißt also, dass wir sogar in der Lage sein müssten, sogar die Verbrauchsergebnisse bzw. Alle Parameter sogar noch zu optimieren. Optimal. Und da arbeiten wir an der Steuerung dran. Danke. Das war ein Wort eines Fachmannes. Dankeschön. Okay, dann hat jeder jetzt die Zeit zur freien Verfügung. Wer bleiben will, kann gerne bleiben. Eine kurze Frage. Ist noch jemand nicht überzeugt davon? Herr Brahn ist jetzt auch überzeugt. Die Gegenfrage stellen. Wer ist überzeugt? Überzeugt, dass das GFE-Blockheizkraft funktioniert hat? Also ich sehe keine Enthaltungen, Gegenstimmen. Also alle, die hier heute da waren und jetzt sind am Schluss noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, also ungefähr 35. Ich bin aus dem Bereich der IT-Sicherheit. Ja, die sind hier, die sind alle hier. Wer braucht denn noch? Und hiermit beende ich das Video.